Jo Leute, was geht ab? GamerGucker ist wieder am Start hier für euch mit einem ganz anderen Video. Und zwar habe ich mir, oder schon länger, einen Magenta TV und jetzt gibt es einen neuen Receiver, der in der Beta-Phase ist, und zwar Magenta TV One. Die Bilder seht ihr im Hintergrund und ein kleines Video, wie das so Oberfläche aussieht. Ich möchte mal darüber ein bisschen erzählen, weil ich habe es gerade neu und mit dem alten TV Box hatte ich halt Probleme und habe ich gesagt, ich nehme das. Meine Erfahrung möchte ich dazu teilen. Und ich bin mega zufrieden bis jetzt. Es hat keine Festplatte. Es läuft über die Cloud, also speichert Aufnahmen in der Cloud. Und die Fernbedienung, die ich, also was ich bei der alten bemängelt habe, weil die halt nur mit Bluetooth läuft. Die neue Fernbedienung läuft mit Bluetooth und Infrarot und bin da halt bis jetzt mega zufrieden. Man kann halt diese Magenta TV oder TV Box One halt nur mit einem Magenta TV Tarif nehmen. Und ja, aber diese TV Box One, die ich im Moment habe, ist in der Beta-Phase. Also nur begrenzt bekommt man die nur. Und ich wollte das halt Video machen, damit ihr auch mal Bescheid wisst. Kleines Video im Anschluss, wie das so aussieht. Aufbau ist ein bisschen anders. Ich bin bis jetzt, aber ich glaube anderthalb Wochen, 2 Wochen teste ich das. Bin bis jetzt mega zufrieden. Und ja, vielleicht ist das ja auch eine Option für euch, wenn das dann rauskommt. Und schreibt mir Fragen oder was ihr auch immer so habt in die Kommentare. Und ja, ich würde sagen, bis bald, euer Gamer Koka.